Hey und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es geht heute um ein paar Spielekonsolen, die ich kostenlos bekommen habe, ja. Und die schauen wir uns an, gucken wir mal, was man da so noch mitmachen kann und dann kriegen wir schon. Und ja, da hängt tatsächlich ein Schlüssel. Warum das so ist, kann ich euch auch nicht sagen. Irgendwann habe ich ihn da scheinbar mal aufgehangen, hingehangen. Und das ist das, was ich bekommen habe für dieses Video. Von einem Zuschauer kam das. Der hatte auch geschrieben, dass er noch ein bisschen mehr hat, so PC-Hardware. Aber das war alles so Zeug von irgendwie 2005 oder so oder 2008, weiß ich nicht mehr genau. Und da fand ich die Spielekonsolen dann doch wohl interessanter. Und ich habe das eigentlich auch aufgenommen, aber naja, irgendwas ist an meinem Handy kaputt gewesen, dass ab und zu mal das Mikrofon Störgeräusche macht. Manchmal ist es nach dem Neustart weg. Ich habe es auch schon zerlegt und geguckt und weiß ich nicht, so ein Brrrr, beim Ton ist nicht ganz so entspannt, deswegen bin ich mal zu einem anderen Handy wieder gewechselt. Das fette Ding hier mit einer Woche Akkulaufzeit oder so. Da ist das Mikrofon auf jeden Fall in Ordnung. Und das kam diesmal nicht per Versand, sondern hat er gesagt, müsste ich mir abholen. Dann bin ich dann eben nach Osnabrück gefahren. Irgendwie 40, 50 Kilometer sind das. Bevor jemand fragt, ja, das lohnt sich auch. Egal wie weit ich hier irgendwo hinfahre. Wenn ich sage, dass sich das lohnt vom Sprit her, dann tut es das auch. Und der Tiguan, der, ja gut, das ist ein Diesel, musste vorglühen. Den alten Tiguan, den ich hatte, das war ja ein Benziner. Der Diesel, der verbraucht tatsächlich, so würde ich jetzt sagen, 2, 3 Liter weniger. Also war das doch wohl eine gute Investition. Und das Ganze bei 50 PS mehr, wohlgemerkt. Und Luft nach oben. Und einem zweiten Turbo. Ja gut, ich wurde gerade irgendwie unterbrochen. Jemand hat angerufen. Ja, wir haben hier drei Konsolen. Einmal eine PS3 Slim, eine Xbox 360 Slim und eine Xbox 360 Elite. Da habe ich gerade unten schon einmal geschaut, ob hier eventuell nicht noch eine Festplatte drin ist. Und siehe da, Dankeschön, da ist eine Festplatte drin, allerdings wurde die einfach nur so reingestopft. Also ja, das ist wohl irgendwie möglich. Würde mich auch gleich interessieren, ob das so funktioniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir irgendwo noch so einen Pin draufgepackt haben oder dass es zumindest nötig war, die Platte passend zu formatieren. Also erst am PC mit irgendwelchen Tools geht mit Sicherheit alles. Jetzt, wo ich das wieder sehe mit den Netzteilen, ne? Ich finde das nicht schön, dass man die Netzteile extern hat. Das ist nämlich noch eine Sache mehr, die man verlieren kann. Und das haben die hier gerne gemacht. Bei dem Modell jetzt nicht, aber es gab es bei der PS4 Pro, glaube ich, auch so, dass man einfach nur ein 2-Pin-Stromkabel gehabt hat oder einen 2-Pin-Stecker für die Steckdose, weil das Teil aus Plastik ist und deswegen keine Erdung benötigt wurde oder irgendwie sowas. Oder nicht, weil das aus Plastik ist, sondern weil du aus Plastik bist, hatte man mir irgendwann mal so gesagt. Ja, was schließt man denn als erstes an? Da habe ich schon mal Batterien reingemacht. Das wundert mich, dass du jetzt immer noch blinkst. Warum tust du das? Ja, komm, beginnen wir mal mit dir. Ich vermisse dein Lüftergeräusch jetzt schon. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas sagt mir, dass das nicht das korrekte Netzteil für diese Konsole ist mit 203 Watt. Na, also das Kabel ist auch richtig fett und ich meine, das ist noch eins der ersten Netzteile, aber das kann man im Xbox 360 Developer Wiki nachschauen. Da steht eine ganze Menge dann auch zu fast jedem einzelnen Chip da drin und so weiter und so fort. Du machst was? Ja. Spiel war nicht dabei. Gucken wir mal, welcher Controller passt. Machst du uns ein Bild? Ja, irgendwie nicht, gell? Lell. Ich hatte das gestern hier schon so gehabt, dass ich irgendwie kein Bild bekommen habe, als ich, glaube ich, Mainboard, genau, das habe ich vor dem Versand noch mal eben schnell getestet. Ist, glaube ich, ein bisschen besser vorher zu wissen, wenn doch irgendwas kaputt sein sollte. Ich teste alles lieber zweimal. Da kommt was. Ist das? Also ist hier wohl irgendwas mit dem HDMI-Splitter nicht in Ordnung? Strom hat er aber. Der Port ist auch nicht besonders wackelig, aber das muss hier doch funktionieren. Oder kann gut sein, dass du das nicht automatisch hinkriegst. Jetzt schon, okay. Ah, das Kabel geht langsam den Bach runter. Ganz schön, ga ganz toll. Ich hole schon mal ein neues. Da haben wir schon mal ein neues. Ich glaube, das kann im Gegensatz zu diesem hier kein 4K. Aber das passiert richtig oft, dass, weil auch die Capture-Karte am Splitter hängt, dass bei Windows-Systemen der PC denkt, oh, ich gebe mal als 4K-Output aus und der Fernseher kann kein 4K, zeigt es aber trotzdem an. Und es wird dann richtig unscharf und richtig zusammengedrückt. Und das muss ich jedes einzelne Mal umstellen. Und die Skalierung ist auch immer bei 300%, deswegen fällt das erst nicht auf. Aber das ist super nervig. So, haben wir hier Spiele drauf? Speicher, ja, 60 Kilobyte Systeminhalte. Erstellt 2005. Die Konsole ist nicht von 2005, die ist von 2009. Aus dem September. Dann könnte ich ja jetzt mal ganz kurz eben eine Spiele-CD einlegen. Falscher Controller, entschuldige bitte. Splinter Cell D.A. Wunderschön. Und wenn das Teil nicht im Internet ist, gibt es auch keine Vorschaubildchen dafür, anstatt diese paar Kilobyte eben mit auf die CD zu packen.
Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt müssen wir natürlich ein Profil erstellen. Ah, nix. Nein. Fertig. Ich will einfach nur anfangen, irgendwas zu machen. Spiel laden können wir nicht. Einsatz vielleicht. So wie ich das Spiel jetzt sehe, ne? Sieht voll so aus, als hätten wir vielleicht nur 20 FPS oder so. Und ich glaube, die PS3-Version, die ist noch schlechter. Aber es war ja sowieso damals so gewesen, dass wenn man die PS3-Version hatte von einem Spiel, dass die üblicherweise nicht ganz so flüssig lief und dass es auf der Xbox-Variante immer ein Schlückchen besser war. Aber ja, das scheint wohl zu funktionieren. Habe jetzt auch gerade mal nachgeschaut. Die Konsole, die wir hier haben, von September 2009. 1. September 2009 ist wirklich einer der ersten Modelle mit dem Codenamen Tonaske. Das bedeutet, ein 150 Watt Netzteil müsste dabei gewesen sein. Das Netzteil, was wir hier haben, mit 203 Watt, ist tatsächlich eines der ersten. Deswegen, ein bisschen kenne ich mich damit wohl aus. Ja, ja. Ne, vor allem hier fällt auf, 30 FPS sind das nicht. Na komm. Komm doch runter, du. Ja, ich weiß nicht ganz die feine englische Art, aber... Ja... Ne, das ist keine schöne Framerate. Aber zum Glück kannst du die Spiele-CD einfach in die Xbox One einlegen. Der lädt sich eben das komplette Spiel nochmal runter. Und dann läuft das auch mit 50, 60 FPS die ganze Zeit. Ich versuche mal eben zu horchen. Die Konsole ist nicht sonderlich laut. Zumindest jetzt gerade. Vielleicht wurde ja auch irgendwann mal Bärmeleitpaste gewechselt. Müsste man gucken. Und wenn wir mal schauen, eigentlich müsste ja hier so ein Garantiesiegel zugegen sein oder dort unten. Das haben wir nicht, deswegen wurde die Konsole auf jeden Fall schon einmal geöffnet, aber die ist von 2009, ne? Das kommt mir nicht so vor. Kommt vielleicht mir so vor, als wäre die vielleicht 5, 6 Jahre alt oder sowas, aber 2009, das sind 14 Jahre. Wahrscheinlich ist der ein oder andere Zuschauer so alt. Ja, da haben wir noch ein bisschen Dreck hier dran, ein paar kleine Schrammen oder sowas. Da kriegen wir schon hin, ja, ja. Und weil sich ja Leute immer deswegen beschweren. Ja, da sind Schrammen dran, wollte ich nochmal gesagt haben. Ein paar Kratzer, ist vielleicht auch dreckig, ja, ja. Weil ein paar Leute sagen, ja, ich würde mich deswegen beschweren. Wenn ich mich beschweren würde wegen irgendwas, dann merkt man das. Ne, wollte ich nochmal gesagt haben. Ach ja, da sind übrigens Kratzer und Schrammen dran, ne. Nur für euch. Und hier die Front hat auch ein paar kleine Kratzer und Schrammen. Ja, ja, sowas passiert. Oh, und da ist auch noch Farbe dran. Aber mir gefällt das. Okay, ich wollte eigentlich sagen, wenn man hier auf ausdrückt, dass die Konsole dann eigentlich direkt ausgeht. Aber tut sie nicht. So, und jetzt kommst du dran. Das ist die Xbox 360S. Ohne modifiziertem Startsound. Ich weiß, dass es manche Modelle gab, die dann... Ich glaube, es gab zumindest eine Forza-Variante, die dann einen Motorsound gemacht hat beim Starten. Xbox 360, ja, ja. Können die Lade öffnen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir es können, aber das klappt. Spiele keine. Hat er die Festplatte überhaupt ordentlich erkannt? Memory Unit, siehst du? Es sind 800 MB frei. Das Memory Unit ist mit irgendwelchen Daten angefüllt, aber hier stehen keine. Formatier doch mal. Ich brauche den Platz. So, jetzt haben wir Platz. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Vorbesitzer hier so ein paar Daten runtergeschmissen hat. Dann lass mich doch auch mal das Laufwerk einmal testen. Beziehungsweise ob das überhaupt läuft. Ich habe dieses Spiel damals gekauft für ein paar Euro, ne, und da ist immer noch ein Xbox Live Gold 48 Stunden Testcode dabei. Der dürfte aber schon abgelaufen sein, oder? Copyright 2006. Kaum zu glauben, dass das Spiel auch schon so alt ist. Und auch hier einmal ein kurzer Test. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie kommt es mir hier mühflüssiger vor. Kann aber auch nur eine falsche Wahrnehmung sein. Man kann ja beide Aufnahmen mal nebeneinander setzen. Und vor allem die Konsole ist auch ein bisschen leiser, ja, aber das Laufwerk da drin ist einfach immer noch am lautesten. Testen. Ja. Nee. Da tut sich gar nichts. Aber vielleicht kriege ich jetzt die Wache ordentlich durchs Eis. Na. Ah, ja, danke. Ja, nein, runter. Runter. Ja. Oder so tief runter. Ja, geht auch. Letzter Speicherpunkt ist, glaube ich, im Flugzeug, ne? Ah, ne, hier unten. Ja, ist auch egal. Ich weiß ja, dass es funktioniert. Einmal so, genau. Zack. Jetzt könnte ich ja rein theoretisch das Spiel auch installieren. Ne, kann ich nicht, weil keine gültigen Speichergeräte gefunden. Ja, ich schaue deswegen mal eben. Das, also, einfach so eine Festplatte reinlegen, funktioniert nicht. Die muss dafür formatiert werden. Und ich weiß, dass das geht. Aber da brauchst du, glaube ich, so ein Command-Line-Tool und
Nee, geht nicht. Ja, das ist äußerst... Sus. Ich kann das Spiel jetzt installieren, allerdings nur, weil ich eine originale 250-Gig-Platte gerade mal besorgt habe. Und die Festplatte, die hier drin war, ist Festplatte E. Da ist noch Windows drauf, da ist noch, sind noch Bewerbungsunterlagen drauf, da ist noch alles drauf. Ich jag das für dich mal durchs Low-Level-Format-Tool, ne? Dann sind die Daten auch erstmal weg. Ja, das funktioniert so auf gar keinen Fall. Hab kurz einmal gegoogelt, ja, es ist möglich, da gibt es ein Tool für, da gibt es ein Video aus 2015 von Mr. Mario zu, dass man das für die Retail-Xbox quasi umformatieren kann. Und jetzt habe ich das Spiel auf der Festplatte installiert und jetzt dürften die Ladezeiten ein wenig kürzer sein. Das sind jetzt noch Spiele von der Festplatte an sich. Oh, eine Taste am Controller, diese hier, die funktioniert nicht ganz, beziehungsweise muss man hart drücken, damit das funktioniert. Ja, ich muss den Controller mal zerlegen und dann passt das schon. So, und dann bleibt noch die PS3 Slim. Die wurde schon mal zerlegt, wie man hier sieht. Das müsste eigentlich so runtergeklappt sein. Immerhin ist diese Klappe noch da für die Festplatte, ist ganz wichtig. Ich glaube, die Klappe an sich, die kostet vielleicht noch 10, 15 Euro, wenn man jetzt gebraucht schaut. Und die gesamte Konsole, wenn sie ein paar Kratzer hat, kriegt man vielleicht für 20 Euro. Also, ne, so viel dazu. So, bitte einmal an den Strom. Dann schauen wir mal. CD haben wir nicht im Laufwerk. Ich habe ja gesehen, dass der Controller funktioniert hat, beziehungsweise, ne? Blink, blink, blink. Sony. Oh, das ist die Ersteinrichtung. Sony Interactive Entertainment. Ja, ja. Na, jetzt muss ich auch noch ein Kabel suchen. Ja, die Ersteinrichtung in 480p. Und jetzt 1080i oder 1080p. Ja, siehst du mal. Ich würde gerne wissen, welche Firmware-Version hier drauf ist. Und ja, ich habe tatsächlich recht, wir müssten ja jetzt eigentlich hier die LED-Beleuchtung bei der 1 leuchten haben. Das ist aber nicht der Fall. Da muss ich mal nachschauen, ob ich da vielleicht... Das ist eigentlich auch egal. 4.98. Mal schauen, von wann die ist. Das ist auf jeden Fall die allerneueste Version. 120 GB Platte ist hier drin. Und auch mit der neuesten Version jetzt zurzeit ist tatsächlich schon etwa ein Jahr alt. Sollte Jailbreak-mäßig auch auf jeden Fall was möglich sein. Ich hole mal ein Spiel ran. Und ihr könnt wahrscheinlich schon raten, welches das ist. Oh, wie nett. Farming Simulator in der Hülle zu Splinter Cell. Ja komm, wir belassen das beim Farming Simulator, aber... Ja, das Gehäuse muss dringend mal... Weiß ich jetzt nicht, ist nicht gut. Aber du hast den Eingang gewechselt. Nein, ich will hier über was aufnehmen. Oh, mal eben installieren, ja klar. Installation haben bei der PS3 so unglaublich lange gedauert. Da war der Download schon fast schneller gewesen. Ja, eigentlich wollte ich hier aufnehmen, aber mir ist gerade aufgefallen, dass das Teil HDCP-Zeugs hat und... Stimmt, das kann man umgehen, warte mal. So, jetzt sollte das klappen. Ich kann nicht hundertprozentig dafür garantieren, es gibt aber etwas ältere HDMI-Splitter, bei denen das dann funktioniert. Eigentlich bräuchte man das auch nur für die PS3 hier. Oder man hat sich ein Komponentenkabel gekauft. Ja, dann mach doch mal irgendwas. Was ich damit sagen wollte, es kann auch gut sein, dass wir jetzt gar nichts sehen können oder dass es Probleme gibt. Ich weiß nämlich, dass mit diesem Splitter nicht alles immer so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es wäre theoretisch wahrscheinlich so auch möglich, über Netflix in der App was aufzunehmen. Aber sowas macht, glaube ich, also ne, macht man, glaube ich, nicht. So, hallo, sollen Sie noch nicht mit den Grundlagen des Spiels vertraut sein? Können Sie jederzeit ein neues Spiel... Ja, kann ich machen, so. So kacke sieht das Spiel ja gar nicht aus, wie ich das jetzt erwartet hätte, vor allem von 2015. Ich meine, 2015 gab es auch schon die PS4. Also klar, es gibt Spiele, die besser aussehen können, aber das hier ist wahrscheinlich alles nur Pappe, ne? Ja, eben Pappe aufhängen. Ich kann hüpfen. Klappt das hier? Das hätten sie ja wohl noch einbauen können. Weiß ich jetzt nicht. So, und jetzt können wir da ja eigentlich perfekt ein Horror-Game draus machen oder sowas. Wo man einfach hier verschwinden muss und ab und zu dann irgendwelche Hinweise oder sowas findet. Oh, guck dir mal die Hütte da vorne an. Wie da der Schatten drin geladen wird auf einmal. 6.46 Uhr. Und ich habe 11.983 Euro. Dann können wir ja eben aufs Konto gucken, ob es passt. Ich würde wetten, es wäre weniger. Ja komm, wo ist denn mein Sportwagen? Ich will nur eben kurz irgendwas fahren hier durch die Gegend und dann war es das auch. Oh, ein Ford C-Max. Hässlich. Oder nee, ein Charan ist das. Oder ja, es gab damals, früher 2000er, glaube ich, den Charan. Ein Seat Alhambra oder Seat sonst irgendwas. Und von Ford gab es auch einen, die sahen alle so aus wie der VW Charan. Und das weiß ich, weil wir damals einen gehabt haben. Sind wir mit in Urlaub gefahren nach Spanien. Ah, mit R2 Gas geben. Ah, okay.
Ah, guck dir mal den Dampf an, der da hinten rauskommt. Das ist ein Wasserstoffmotor. Ah, so eine Maschine wäre nichts für mich. Ist viel zu langsam. Kann ich das Haus kaputt machen? Naja. 0.16 Uhr. Das Ding ist seit 16 Minuten an. So. Du kommst da auch so irgendwie so auf 7:30 raus, aber... Warum ist das Splinter Cell Spiel hier nicht drin? Wenn ich die CD nicht finde, bestelle ich das nach. Die Dinger kosten 5 Euro, aber das brauche ich für meine Splinter Cell Sammlung. Weiß ich jetzt nicht. Seitdem ich solche Konsolen besessen habe, frage ich mich übrigens immer noch, warum man es bei der PlayStation immer geschafft hat, da leise Laufwerke einzubauen und warum die einfach so unglaublich laut sind bei der Xbox. Also man kann die Spiele ja teilweise installieren, dazu benötigt man aber eine originale Festplatte. USB klappt dort nicht, weil ja, USB 2 ist jetzt nicht allzu schnell. Ja, SATA ist zwar schneller, aber ich weiß es auch nicht, warum die das gemacht haben. Aber jetzt habe ich hier ja drei funktionsfähige Konsolen. Was soll ich damit am besten machen? Also, ne, welche Videos dazu wollt ihr sehen? Ne, man könnte die Teile sauber machen, vielleicht eine Zerlegeanleitung mit gleichzeitig. Man könnte einen Jailbreak draufpacken, beziehungsweise einen Reset-Glitch-Hack oder ja, RGH oder JTAG oder sowas. Man könnte größere Festplatten einbauen, da gibt es eine Anleitung zu, dann kann ich das auch mal versuchen. Können auch verlost werden, weiß ich nicht, oder ein Case-Mod. Ich habe auch gesehen, man kann bei AliExpress ein weißes Gehäuse für die PS3 besorgen, glaube ich. Ein durchsichtiges gibt es, glaube ich, nicht, aber vielleicht findet man sowas trotzdem wohl. Es gibt ein paar Prototypen, die man spielen kann. GoldenEye zum Beispiel für die Xbox hatte man irgendwann mal entwickelt, wurde aber nie fertig. Und das kann man, glaube ich, nur mit dem Jailbreak hier drauf spielen. Und ein Xbox 360 Emulator auf dem PC ist jetzt ja noch nicht so ausgereift. Ich könnte auch zeigen, wie man die Controller zerlegt und sauber macht oder für den Controller ein komplett neues Gehäuse besorgen. Ein Häuse, genau. Hier wäre es vielleicht mal ganz ratsam, das Teil hier zu tauschen. Also diesen Analogstick, die Abdeckung und die dann gleich mit. Der Rest vom Controller sieht nur halb abgegriffen aus. Das kriegt man ja sauber und bei dir, ne? Gibt auch durchsichtige oder Beleuchtung dafür oder ne, wie es halt so beliebt, weiß ich jetzt nicht. Gibt viele Möglichkeiten. Lasst es mich bitte gerne mal wissen, was ihr davon wirklich sehen wollt, weil ich das dann tatsächlich dann nur für euch mache und nicht nur für mich. Ich habe nämlich gesehen, so seit Anfang dieses Jahres gehen die Viewzahlen so ein bisschen nach unten. Also jetzt nicht so, dass man da, dass das großartig drastisch wäre oder so, aber irgendwas ist passiert. Und vielleicht liegt es ja daran, dass ich nicht das mache, was die Leute sehen wollen oder so, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht auch, dass man jetzt bei eBay Kleinanzeigen, so wie es in der Vergangenheit war, nicht unbedingt immer so viel cooles Zeug findet oder dass es einfach zu teuer ist oder dass ich es nicht finde oder sowas. Weiß ich nicht, woran könnte es liegen? Oder es lag einfach daran, dass ich vermehrt dieses Jahr irgendwann einfach gesagt habe, ja, nee, da habe ich jetzt keine Zeit zu, irgendwie dazu und dazu noch ein Video zu machen. Was auch sein könnte, ist mir dieses Jahr öfter mal aufgefallen, dass ich hier und da gesagt habe, nee, das Video, das kann ein oder zwei Tage später erst kommen, als vom Uploadplan alle drei Tage Videos veranschlagt wurde von mir. Vor allem irgendwie vor anderthalb Jahren hatte ich das, glaube ich, mal so, da habe ich eine oder anderthalb Wochen gar kein Video gemacht und das hat man extrem gemerkt. Also nicht, dass ich da jetzt jeden Monat in Google Analytics oder so reinschaue, YouTube Analytics, ja. Aber man hat es gesehen, da kann man ja so, sich so einen Graphen darstellen, so übers Jahr verteilt oder seit dem gesamten Zeitraum. Und so einen Einbruch, den sieht man da. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in den Videos nie oder selten sage, ja, lass mal ein Abo da oder einen Daumen oder so. Also wenn ihr Bock habt, dann macht es doch jetzt mal. Das Kuriose ist, das hatte ich letztens irgendwo gelesen, ne? Wenn man mich jetzt gesehen hat und dann nicht abonniert oder das Video nicht komplett guckt, dann sieht man mich wahrscheinlich nie wieder. Was ich jedenfalls weiß, ist, dass ich wissen möchte, was ich mit den Konsolen am besten machen soll, was ihr davon am interessantesten finden würdet zu sehen hier. Etwas am besten, was ich noch nicht gemacht habe, aber ich kann manche Videos wahrscheinlich sowieso zwei- oder dreimal machen. Das ist echt kurios. Manche Leute fragen mich, ey Philipp, mach doch dazu mal ein Video. Und dann gibt es das Video von mir schon, ist dann eben nur anderthalb oder zwei Jahre alt. Ich mache ungern eigentlich genau dasselbe nochmal. Es sei denn natürlich, es ist eine Reinigung, weil das jedes Mal immer eine andere Experience ist. Siehe siffige Play PS4 oder so. Ja, das Ding war richtig dreckig. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Ciao, ciao.